Jo, was geht? Rohstoffe brennen. Ach, da steht auch. Okay. Also können wir natürlich mal eure Meinung einfach mal in die Kommentare schreiben zu dem Mod natürlich. Das wäre eigentlich ziemlich genial. Okay, Sandstein. Jetzt kann ich das leider auch nicht hier aus die Truhe rausnehmen, aber... Kantun 1 Actua. Okay. Und ich glaube echt mit der Zeit kommen hier immer mehr Leute hin und sowas. Ich glaube, so ist das echt, dass hier dann zum Beispiel Kinder gebären und sowas. Alter, das finde ich aber trotzdem mal ziemlich genial. Ich gucke hier nochmal die Häuser durch. Ich glaube, hier fallen sich auch einfach mal Pech und Kakalaka. Und die haben halt hier auch ihre eigenen Truhen und sowas. Keine Ahnung, also wie gesagt, so krass sehen die Häuser jetzt auch nicht aus. Ich glaube, hier ist dann auch das Haupthaus. So wie ich mich recht entsinnen kann. Zum Beispiel gerade habe ich ja auch 23 Stein zum Beispiel verkauft. Und das ist jetzt zum Beispiel auch hier in der Kiste, glaube ich, mit drin. Ich weiß es gar nicht. Ich bin gleich da, Blues Let's Play. Ja, ist ja okay, Alter. Meine Fresse, ey. Aber sowas finde ich echt genial. Ich glaube, ich bleibe hier einfach mal. Und wenn ihr das natürlich nicht wollt, dass ich hier bleibe, dann könnt ihr mir das natürlich in die Kommentare schreiben, weil ich finde das irgendwie besser, auch wenn man hier die ganze Zeit zugespammt wird. Aber ja, kann man ja nichts machen, ne? Und da hinten sind noch mehr Typen. Alter, war das gerade auch schon? Rohstoffe liefern. Was ist da? Gruppenkuscheln? Alter Vater, ist das viel Text. Plaudern. Plaudere gerade. Let's buy eggs from him. Kann man mit denen irgendwie handeln? Aber, ach so, die reden gerade einfach random miteinander. Ach so, dein Status Fremder. Wir haben noch nie jemanden von deiner Hautfarbe gesehen. Wir müssen vorsichtig sein. Mögliche Unterkunft noch nicht verfügbar, noch nicht verfügbar, noch nicht verfügbar. Dein Ruf ist noch nicht hoch genug, um eine Schriftrolle des Dorfs zu kaufen. Getreide dieser Kultur bekannt. Dein Ruf in diesem Dorf ist zu niedrig, um den Anbau vom Mais zu erlernen. Dein Ruf ist nicht ausreichend, von den Maya als Leiter anerkannt zu werden. Verbessere deinen Ruf bei uns oder erfülle außergewöhnliche Aufgaben, um diesen Status zu erreichen. Beziehung zu den anderen Dörfern, Diplomatiepunkte verfügbar 5. Hilfe zur Beziehung. Ich lese das jetzt einfach mal vor, meine lieben Freunde. Beziehungen zwischen den Dörfern bestimmen, ob die Dörfer zusammenarbeiten oder nicht. Lokaler Handel, Händler, das Material umhertragen, wird zwischen Dörfern mit guten Beziehungen der gleichen Kultur oder ausgezeichneten Beziehungen verschiedener Kultur vorgenommen. Dörfer von verschiedenen Kulturen mit sehr guten Beziehungen, welche beide Märkte haben, werden gelegentlich Händler der jeweiligen anderen Kultur beherbergen. Dörfer von der gleichen Kultur mit ausgezeichneten Beziehungen nehmen Jugendliche des jeweiligen anderen auf, wenn sie Arbeitsplätze zur Verfügung haben. Beziehungen zwischen den Dorfbewohnern beginnen bei hervorragend für Ortsteile eines Elternteils, für Dörfer der gleichen Kultur bei gut und andersfalls als neutral. Jeden Tag bekommt der Spieler 5 Diplomatiepunkte, mit denen er die Beziehung des Dorfes zu den Nachbarn beeinflussen kann. Die Effektivität des Lobes und Anschwärzens hängt von seinem Ruf in diesem Dorf ab. Ey, wie geil ist das denn mal, bitteschön? Sprich, wenn wir eine andere Kultur hier treffen und dann so im gewissen Sinne Handel mit denen betreiben. Alter Vater, wie geil ist das denn, bitteschön? Ey, ich glaube, ich pflanze mich echt hier hin. Und was ist hier? Plaudern gerade. Also auch wenn ich die Sprache nicht verstehe, weil, wie gesagt, das ist halt ein eigenes Volk. Also das müssen sie ja jetzt irgendwie nicht Deutsch reden und so. Kann ich jetzt abbauen? Sorry. Sobald ich da was abbaue. Mais. Aber ich kann das jetzt nicht essen, ne? Sorry, dass ich das gemacht habe. Wie cool ist das denn, bitteschön? Das gefällt mir echt gut. Auch wenn die komische Namen haben, auch wenn ich gerne ein deutsches Volk treffen würde, aber... Händler. Nehme Rohstoffe aus dem Haus. Achso, du nimmst Rohstoffe aus dem Haus, okay. Frustrierter Holzfäller. Diese Axt ist nutzlos. Warum kann kein Maya-Handwerker eine wirklich gute Axt bauen? Mit dem richtigen Werkzeug wäre ich wesentlich produktiver. Du hast nicht die Materialien, die du für diese Aufgabe erfüllst. Du musst mindestens den Rang des Lieblings, um dieses Dorf einen Dorfbewohner anzuheuern. Okay. Sprich, ich kann ihm zum Beispiel eine Axt besorgen, oder wie? Möchte er da eine Eisenaxt haben oder was ist da los? Also ich mache jetzt nochmal, wie gesagt, auf Tag, bis ich ja mein eigenes Haus habe. Oder wie läuft das jetzt? Und was wird denn hier oben dann gebaut? Ich glaube, die bauen das auch nur, wenn sie genügend Rohstoffe haben. Aber ich frage mich gerade, wo der Händler ist, weil ich würde gerne was zu essen kaufen. Das wäre eigentlich ziemlich chillig. Händler! Gut. Achso, das ist der Dorfoberhaupt, okay.
Ich finde das echt genial. Also, das, wenn die Mods in Kombination mit Mo Creators, alter Vater, ich werde so einen Steifen bekommen. Wir reden gerade auch. Hallo Händler. Wo ist der Händler hin? Ich brauche einen Händler. Plaudern, plaudern. Okay, das sind alles dann, denke ich mal, einfach so Gehilfen oder so. Baut hier gerade jemand was? Achso, der baut, der holzt gerade die... Ja. Aua. Oder die Candy gerade. Ich weiß gerade gar nicht, wer das da abbaut. Achso, der pflanzt jetzt Setzlinge, okay. Händler, wo bist du? Ich suche gerade im Ernst einfach mal den Händler. Ich bin gleich da, Blues Let's Play. Ah, mit den Spielerhandeln, okay. Hast du was zu essen? 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 Grüner Stab, war Maser, Stein, Goldbarren, Tropenholz. So, hast nichts zu essen, du Hurensohn! Aber ich glaube, ich kann jetzt einfach mal was verkaufen. Damit ich einfach ein bisschen Geld bekomme, einfach mal random. Oh, jetzt habe ich alles verkauft, okay. Fuck. Egal, jetzt kann ich mir dafür halt was holen oder so, keine Ahnung. Beziehungsweise jetzt haben die halt hier... Ah, guck mal, da seht ihr zum Beispiel jetzt das Tropenholz, was ich verkauft habe. Und damit bauen die jetzt auch neue Häuser oder so. Okay, das Spiel gefällt mir richtig gut, meine lieben Freunde. Also alleine der Mod, der ist echt genial. Gefällt mir schon richtig hart. Wie gesagt, daher bleibe ich jetzt, denke ich mal, einfach mal in dem Dorf hier. Und wie gesagt, einfach wenn ich dann jetzt auf Reisen bin oder sowas, dann kann ich ja nochmal an meinem Haus vorbeischauen. Und ja, vielleicht finden wir auch noch ein anderes NPC-Dorf oder so, ich weiß es ja nicht. Aber ich finde das so generell von den Einstellungen her, was man eigentlich alles mit dem Mod machen kann. Und ja, wie gesagt, dann fühlt man sich auch nicht mehr so alleine in Minecraft. Und ich finde jetzt, wie gesagt, das ist auf jeden Fall um... Alter, jetzt bleib stehen, du scheiß Kuh, ich kann nicht rennen. Das finde ich auf jeden Fall um einiges besser als jetzt zum Beispiel die normalen NPC-Dörfer. Weil, wie gesagt, da kannst du ja gar nichts machen, außer halt ab und zu mal... Oh. ab und zu mal zu handeln oder so. Wie gesagt, von daher finde ich das schon echt ziemlich genial. Ich kann immer noch nicht rennen. Okay, ich werde jetzt hier auf jeden Fall noch ein paar Hühner schlachten oder so. Wie gesagt, jetzt bin ich auch zum Beispiel gar nicht dazu gekommen, jetzt eine Kommentarfrage zu stellen. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, wie lange ich aufnehme. Sprich, ich kann nicht gucken, wie das halt in eine Folge reinpasst. Deswegen entschuldige ich mich gleich nochmal einmal ganz kurz. Da werde ich einmal ganz kurz gucken, wie das auf der Festplatte aussieht. Da kann ich ja ungefähr abschätzen, wie groß die Parts sind. Wie gesagt, das mache ich jetzt auch gleich einfach mitten in der Folge. Dann kann ich auch gleich einfach eine Kommentarfrage raussuchen, falls es halt passt. Was bist du nochmal? Du bist der Holzfäller, okay. Gibt es irgendwo einen Ofen, den ich benutzen kann? Hallo? Ofen? Benutzen? Da, wahrscheinlich drinne. Ich weiß gar nicht, ob ich die Items da auch benutzen kann. Und die plaudern da immer noch, alter Vater. Immer diese... Das sind wahrscheinlich alles Frauen, ne? Hundertprozentig. Kann ich die Öfen benutzen? Das wäre eigentlich ziemlich cool. Oh, geil. Ich kann die Öfen sogar benutzen. Das finde ich echt... Das finde ich echt nett. Nicht, dass sie mir das jetzt aber klaut und sowas, ne? Das fände ich dann nicht mehr so nett. So. Rohes Rindfleisch tue ich dann einfach nochmal hier rein. Habt ihr noch einen anderen Ofen? Oh, natürlich. Finde ich ja mal sehr super. So. Wie gesagt, dann werde ich auf jeden Fall hier in der Nähe dann auch mein Häuschen bauen oder so. Ich denke mal, ich baue das einfach dann da drauf. Ah, mir gefällt die Mod. Auch einfach mal dann zu wissen, wie sich dann das ganze Dorf hier entwickelt oder so. Das ist auch, denke ich mal, dann ganz interessant zu wissen. Ja, ist ja okay, dass du gleich da bist. Kann ich eigentlich irgendwie random was von dir kaufen? Eichenholz, Birkenholz, vorübergehend ausverkauft. Okay. Was ist das eigentlich, die Maya-Objekte? Maya Dorfbewohner, Maya Gebäude. Ich guck mir das jetzt einfach mal durch. Alter Vater, wie geil ist das denn? Hier kann man dann einfach die Kultur kennenlernen. Wie geil ist das denn, bitteschön? Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt einfach mal vorlesen soll oder so. Dorfzentren, alter Vater. Hier gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel zu lesen, meine lieben Freunde. Ihr könnt mir jetzt einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ich das hier mal vorlesen soll. Sprich, die Maya-Gebäude, die Dorfbewohner und die Objekte. Also einfach, was es, beziehungsweise was es halt generell zu dem Volk der Maya zu sagen, beziehungsweise zu sagen gibt. Weil ich denke mal auch alleine, dass hier auch sehr, sehr viel Wahres dran ist. Sprich, hier kann man dann auch einfach mal spielen, die Maya-Kultur kennenlernen. Das finde ich jetzt echt wirklich ziemlich genial. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, wenn ihr das möchtet. Und wenn da genug Interaktion da ist, dann werde ich auch mal die ganzen Schriftrollen hier vorlesen, weil ich denke mal schon, dass ich dafür 5, 6, beziehungsweise wenn ich sogar 10 Minuten brauchen werde, so viel wie das ist. Und vielleicht gibt es ja hier auch dann andere Kulturen und sowas, die ich dann einfach mal ja, kennenlernen darf. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich genial eigentlich.
Also, was weiß ich, was, wenn es hier dann auch noch, was weiß ich, die Römer oder sowas gibt oder sowas. Und, ne, wie gesagt, da kann man hier in diesem Let's Play sogar einen Bildungsauftrag erfüllen. Das ist, denke ich mal, doch ziemlich genial eigentlich. Auch wenn das vielleicht die ganze, einige Leute nicht so interessieren dürfte, aber könnte ich mich eigentlich auch mit Eiern abwerfen? Also euch das scheißegal, oder wie? Auch wenn da ziemlich viel Scheiße über den Köpfen steht, aber Important Event in the Year 2012. Die stellen mir jetzt auch Kommentarfrage, oder was? Gut, machen wir hier mal wieder die Tür zu. Gibt es denn eigentlich hier schon neues Zeugs? Weil ich denke mal, dass ich auch eventuell das Pflasterstein den hier besorge, weil ich denke mal, das brauchen die auch. Weil einfach die Aufträge, die dort immer stehen, die, ja, kann ich ja dann einfach in eine Truhe tun oder sowas. Dann, ja, erfülle ich ja im gewissen Sinne bestimmte Quests und sowas und dann steigt, ja, mein Ansehen und vielleicht kann ich ja dafür dann bald irgendwie mit denen handeln oder so. Na, was guckst du so, hä? Die sehen so alle so komisches Babu-Zeugs aus. Ja, egal, ich denke mal, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen Cobblestone einfach mal abfahren für die Leute. Habe ich eigentlich noch eine... Ich habe nur eine Holzspitzhacke, ne? Wo baue ich mich eigentlich hin? Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich möchte mich ehrlich gesagt hier drauf bauen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob die was dagegen haben. Aber ich werde jetzt erstmal ein bisschen Erde hier, glaube ich, abbauen, weil Erde brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Und eventuell baue ich ja auch mein Haus dort hinten wieder ab. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal, ne? Ich baue jetzt einfach mal mein Haus dort hinten ab, damit ich wenigstens ein paar Rohstoffe habe. Vielleicht können die Leute ja davon auch noch wieder irgendwie was gebrauchen. Und dann ziehe ich einfach mal hier hin, weil das finde ich eigentlich eine ziemlich gute Idee. Wie gesagt, dann habe ich ja mein eigenes Grundstück, kann meine eigene Lagerhalle bauen, meine eigene Farm und alles mögliche. Aber trotzdem, wenn ich mal irgendwie was brauche oder irgendwie handeln muss oder um halt diese bestimmten Gegenstände zu bekommen, weil hier gibt es auf jeden Fall auch neue Gegenstände, wie ich gesehen habe, dann kann ich ja einfach hier die Dorfbewohner fragen, einfach mal handeln, ein bisschen Geld verdienen und mir dann einfach neue Objekte kaufen. Weil ich denke mal, das steigert das Let's Play in dem Potenzial ja ungefähr auch. Und es gibt ein bisschen mehr Abwechslung, es sprechen mal ein paar Leute mit mir. Und die sprechen mich dann einfach mal random an und sagen mir von wegen, ja, was für Hurensohn ich doch eigentlich bin oder so. Also das finde ich schon echt genial gemacht. Also bin ich schon stolz auf mich, dass ich das installiert habe. Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung auf jeden Fall gespannt. Das ist, ja, kann man eigentlich nicht anders sagen. Ich bin da echt wirklich gespannt, was ihr da eigentlich von dem Mod haltet. Weil ich glaube, es gibt eigentlich sehr, sehr wenige Let's Plays generell mit. Und ja, mit diesem Mod wollte ich eigentlich sagen. So, dann bauen wir jetzt einfach mal das Haus hier ab, würde ich mal sagen. Und vielleicht können wir ja dem Holzfäller auch irgendwann eine Eisenachse oder sowas besorgen oder so. So, dann bauen wir das Haus hier einfach mal ab. Ich könnte natürlich auch einfach TNT zünden und das wäre aber eigentlich zu einfach. Und wir wollen ja hier auch, wie gesagt, nicht cheaten, außer halt Tag und Nacht ab und zu mal. Bis ich halt meine eigene Behausung habe, weil es wäre halt schon ziemlich doof, wenn ich sterben würde und ich hätte keinen Plan, wo ich dann spawnen würde und sowas, auch wenn ich die Race Minimap am habe. Aber dann müsste ich ja halt wieder zum Todesort zurücklaufen und den ganzen... Obwohl, ich habe Death-Punkte habe ich, glaube ich, an. Death-Punkte. Hier kann man bei der Race Minimap auch Death-Points, ja. Die habe ich eigentlich angeschaltet. Das ist doch eigentlich ziemlich nice. Na, Holzachse, muss ich mir auf jeden Fall gleich eine neue Axt machen. Und Cobblestone habe ich jetzt auch nicht mehr, merke ich gerade, weil ich das alles verkauft habe. Ist auf jeden Fall eine super Voraussetzung. Ja, toll. Habe ich echt keinen Cobblestone mehr? Boah, wie dumm ist das denn? Wieso habe ich das verkauft, Alter? wo finden wir auf die schnelle Cobblestone, mein lieber Herr? Ja, vor allem, ich habe auch nur noch eine Holzspitzhacke, ne? Super Voraussetzung, graben wir uns hier einfach mal in den Berg rein. Dort wird es, denke ich mal, schon irgendwo Cobblestone geben. Na, zum Beispiel da schon wieder. Was heißt denn schon wieder? Ich brauche einfach Cobblestone. Minecraft möchte mich echt verarschen, kann das sein? Was für Hurensöhne. Was für Hurensöhne, ey. Finde ich voll nicht okay. Ich trinke mal einen ganz Schluck Pepsi im Moment. Weil ich merke gerade schon wieder, ich rede schon wieder viel zu schnell in diesem Minecraft-Let's Play. Das habe ich auch momentan nur in diesem scheiß Minecraft-Let's Play, dass ich ohne Punkt und Komma anfange zu labern, ey. Das ist echt schlimm. Das ist wirklich schlimm, ey. Da könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ey. Weil, wie gesagt, ich möchte mir auf jeden Fall Steinwerkzeuge hier machen und sowas. Und das geht dann halt um erstaunlich schneller, als die ganze Zeit hier so eine Holzscheiße zu bauen. Und wie gesagt, ein bisschen Cobblestone halt für das Dorf nochmal farmen. Und vielleicht hat sie ja jetzt in der Zeit, wo ich hier bin, nochmal irgendwie ein, zwei Dorfbewohner generiert. Oder vielleicht bauen die auch gerade irgendwie ein Haus oder sowas. Weil da stand ja zum Beispiel auch gerade von wegen, dass irgendwelche Gebäude momentan nicht geplant sind. Und vielleicht, vielleicht brauchen die ja irgendwie einfach nur das Holz und die Cobblestone, um dann einfach ein weiteres Haus zu bauen. Sag mal, mein Bruder ist auch sehr, sehr angetan von dieser Modifikation und Modifikation, Alter, ich komme mir gerade voll der Pro-like vor, keine Ahnung. ja, von dem kenne ich auch diese Mod halt und der war da auch sehr, sehr angetan. Nur weil die halt vor der 1.6 halt ziemlich schwer zu installieren.
Wie gesagt, was ja jetzt momentan mit Forge eigentlich ziemlich einfach ist, einfach reinziehen in den Ordner und fertig ist es. Naja, auf jeden Fall funktionieren ja jetzt alle Mods so einigermaßen und ich finde das ehrlich gesagt, die 1.6 ist doch um einiges besser als die 1.5 von der Mods-Installation, ja, weil jetzt muss man ja einfach nur noch momentan einfach Doppelklick machen, den Ordner öffnen und das einfach in den Mods-Ordner schieben. Oder generell, wenn man Optifine installieren möchte oder auch Forge oder sowas, muss man nicht mehr, was weiß ich was, einfach die Minecraft-Jar öffnen oder sowas. Einfach Doppelklick auf die Jar-Datei von der bestimmten Mod. Ich kann nicht mehr reden, wenn ich so schnell rede. Und dann geht das eigentlich. Das ist eigentlich ziemlich einfach gemacht worden. Weiß auch ziemlich nice, finde ich, ehrlich gesagt. Wie ist es dunkel draußen, oder? Es wird schon wieder dunkel draußen, Alter. Das finde ich mal voll nicht okay. Ich will ja auch was sehen, meine Fresse. Na gut, dann bauen wir einfach nochmal das Cobblestone hier ab. Alter, Vater, warte, was ich eigentlich mal zwischendurch gucken könnte, wie groß die Datei jetzt schon ist, damit ich ungefähr schon mal ein Thema anschneiden kann. Das habe ich erstellt, da steht er noch nicht. Wieso steht das da noch nicht? Ah, doch, da steht das. Alter, ich nehme schon eine halbe Stunde auf. WTF. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, starte ich jetzt auch gleich mal einfach mal mit der Kommentarfrage zur beginnenden dritten Folge. Ich glaube, das dürfte dann die 10. Folge sein. Von dem Minecraft Player, da haben wir den zweiten Dingsens halt ohne Thema gehabt. Ich denke mal, damit kommt es schon klar oder so.